Stadtbahn. Jupp, so. Diese Straßenbahn hier, ne? An der Stelle. Das ist echt extrem. Ja. Du darfst den Blinker mal ausmachen. Achso. Oh, gelb. Wenn die erste gelb wird, ne, dann wird die nächste auch gelb. Also stehen bleiben. Super. Stieg ist irgendwie so ein Luisa, wir Punkt. sind live. Ja, warum nicht? Wenn nichts passiert, alles gut. Passiert ja auch nichts. Ja, einen wunderschönen guten. Fahr schon nach Autobahn. Haben wir heute die dritte und die vierte. Dritte, vierte Fahrstunde Autobahn haben wir jetzt, ne? Genau. Das heißt, wir werden heute anfangen wieder mit Rollercoaster. Das heißt, das ist unsere Achterbahnfahrt, Autobahn. Schaffen wir die? Natürlich schaffen wir, ne? Wir schaffen die Autobahn. Wir Klar. schaffen das. Der Autobahn rechts abbiegen mal. Und schon viel gucken ist angesagt, ne? Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick. Da möchte auch jemand rüber. Schön in den Spiegel für unsere. Super. Schön gemacht. Autobahnfahrt ist heute angesagt. Uhrzeit 13:44 Uhr. Es sind viele unterwegs, die fahren jetzt nach Hause, essen. Ist ja Mittagszeit. Mama hat gekocht. Oh. Ist doch so. Wenn die Mama kocht, ne? Tipp mal auf dem Bildschirm bitte, das sind Likes, dann kommen wir ein bisschen höher im Ranking. Dann kommen noch mehr rein. Danke für die Likes. Danke, danke. Nicht so viel. Ja, hier haben wir ein paar Haken und Ösen zu fahren. Vielen, vielen Dank für die Likes. Danke. Noah, bist du auch hier drin? Du bist ja nur am TikToken hier. Schön. Mercedes-Gelände auf der linken Seite, Forum Derendorf. Dann geht es gleich weiter. Ne? So, Autobahn kennst du ja schon, wir sind ja schon am Anfang gefahren, ne? Autobahn Richtung Romont. Allerdings Ja. waren wir da nicht einkaufen. Oh nein, einkaufen waren wir da nicht. Einen wunderschönen guten. So, 40, du bist bei 40 km/h, wir setzen ja auch das Setup-Display ein. Meine Schüler lieben das. Wir brauchen nicht mehr Tacho zu schauen, sondern nur noch in die Scheibe, ne? Und das ist recht angenehm, dass man nicht mehr dann in den Tacho schauen muss, sondern eben halt nach vorne, ne? Danke für die Likes. Tipp mal aufs Telefon. Das wäre super. So, hier haben wir eine Besonderheit. Das ist zwar totaler Quatsch hier mit dem Einordnen, weil das eigentlich frei ist, aber trotzdem musst du es tun. Blinker nach links, bitte. So, Lücke suchen, anpassen. Hab ich jetzt. Geschwindigkeit anpassen, Geschwindigkeit anpassen. Der LKW lässt dich rüber. Da ist die Lücke. Sehr schwer zu sehen im Spiegel. Und guck mal, hier ist zwar frei, hier überholt uns auch einer rechts, obwohl der nur rechts abbiegen darf. Genau. Fahrscheibenverengung, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Super. Gut gemacht, ne? Aber schon eine krasse Stelle hier, ne? Ja, krass, ganz genau, Andi. Krass. Gerade an meiner Heimatstraße vorbeigefahren. Super. Ja, Haarkuchen. Wunderbar. Anpassend Geschwindigkeit. Ja, da vorne, das ist wirklich eine krasse Stelle gerade gewesen, ne? Ja, vor allen Dingen halten sich da viele nicht an die Regeln. Du müsstest dich nämlich hier auf die linke Spur einordnen, dann vorher. Hast du gesehen, ne? Die rechte war gesperrt für geradeaus, ne? Trotzdem rauschen da einige rüber. Man muss da echt aufpassen. Hier, krasse Stelle. Hier ist man meistens zu schnell. 54, 53, 54. Wir müssen uns an die Regeln halten. Doppelte durchgezogene Linie. Und wir müssen auf die rechte Spur. Rechtsfahrgebot einhalten. Aber. Manchmal kommen welche und überholen dich hier rechts, deswegen Spiegel, Schulterblick. Ganz krasses Ding. Aber guck mal hier. Luisa, ich darf ja deinen Namen nennen, ne?
Ja klar. Luisa fährt heute. Hallo. Winkmast. Hallo. Genau. So. Luisa fährt heute Autobahn. Die zweite und die dritte Stunde. Geschwindigkeit okay. Völlig in Ordnung. Genau, macht Spaß Richtung Flughafen. Heute wieder Richtung Flughafen. Wir fordern unser Glück heraus, ne? Wer das gesehen hat, am Samstag, ne, der Tanklaster, der uns da fast, ich sag mal, gequetscht hat, das war schon echt irgendwie, ja, sogar ich bin nervös, anscheinend. Voll krass. Ja, wir wollen jetzt hier weiter auf den Zubringer. Und fahren jetzt Richtung Autobahn. Die fängt erst in 400 Metern an. Hier ist ja das 70er. Also entsprechend Abstand. Das ist gut, wie du das machst. Ja, jeden Tag sieht das anders aus, ne? Tobik heißt das, ne? Dein Name. Mein Gott, manche Namen kann man gar nicht lesen. Okay. Also, Richtung Autobahn. Hier ist das Autobahnschild. Hier darfst du jetzt Gas geben. Bis auf 100 hoch. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Düsseldorf Flughafen. Du hast am Freitag Prüfung. Du brauchst keine Angst haben, wenn du genug fährst mit deinem Fahrlehrer. Da brauchst du wirklich keine Angst haben. Ja. Kannst ja hier noch ein bisschen gucken. Ja, umfahren und umfahren, ne? Ganz genau. So, Blinker nach rechts mal ab der 300 Meter Marke. Der Abstand, der ist okay. Wonach richte ich mich mit dem Abstand? Wenn du das Kennzeichen vom Vorausfahrenden nicht mehr lesen kannst. Das ist ein guter Hinweis. Rechts bitte. Wenn du also das Kennzeichen vom Vorausfahrenden nicht mehr lesen kannst, dann hast du deinen Abstand korrekt eingestellt. Bleib ich rechts? Das ist ungefähr nein. Du oder bleibst bleib auf der linken Spur. Ja, Luisa, jetzt haben wir ein kleines Problem mit links und rechts, ne? Ja. Du hast ja die Links- und Rechtsschwäche, wie alle anderen ja auch. Und dann wollen wir. Hast du die Prüfung in Düsseldorf? Blinker nach rechts. Und jetzt viel, viel gucken. Ganz genau. Kannst du gut. Ja, super. Da macht sich das Balletttanzen bezahlt, ne? Kopf bewegen, ohne den Körper zu bewegen, ne? Ohne die Schultern zu bewegen. Also nur den Kopf, ohne den Oberkörper zu bewegen, ne? Beim Lenken. Das ist ganz wichtig. So, wir sind aber im sogenannten Zubringer. Auf den Zubringer und hier kannst du ungefähr so 70-80 km/h fahren. Das sind die Verbindungsstücke zu den einzelnen Autobahnen. Also wir fahren Richtung 52. Und hier haben wir die Kurve mit der entsprechenden Leitplanke. Die Leitplanke hat keine Chance zu rosten. Schaut sie euch an, die ist blank poliert, die ist immer neu, weil dann immer wieder jemand reinfährt. Hier macht die Leitplanke auch so einen kleinen Knick. Da ist schon jemand reingefahren, wird demnächst ausgetauscht. Das ist schon eine üble Kurve, ja. Also die kannst du hier mit 50, kannst du die gut nehmen. So, was müssen wir jetzt tun, Luisa? Wir müssen Gas geben, ne? Du hast schon mal gut geguckt, prima. Jetzt Gas, so mit ca. 90-95 wechseln. 90-95. Spiegel Schulter. Super, mega. Klasse hast du das gemacht. Daumen hoch. Siehst du? Geht. Ja, richtig. Beide Hände am Lenkrad, ne? Ja, das mit dem Tanklaster, das war bisher mein heftiges Erlebnis. Das muss man wirklich sagen, das war mein Highlight, ne? So, Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick. Und Gas geben. So war das richtig, ne? Ja. Entsprechend Abstand. Dann gucken. Vorbereiten,
auf der linken Spur bleiben. Und wenn du den LKW jetzt im Innenspiegel siehst, ne, guck mal, wie nah der hier fährt. Auch nicht schlecht, ne? So. Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick und rüber. So nah auf einer Fahrschule auffahren, ist schon kritisch, ne? Ach, du bist bei TikTok. Okay. Wie soll es auch anders sein, ne? So, auch die rechte Spur rüber, durchgezogene Linie ist ja vorbei. Gucken, weil auch hier passiert es ja des Öfteren, dass jemand rechts überholt. Luisa, du machst das sehr gut. Genau. So, und dann wollen wir die nächste Ausfahrt rausfahren. Das Handy, ich spiele nicht mit dem Handy, nur so zur Info. Also, das siehst du ja selber, Luisa. Kannst es ja auch bestätigen. Ich halte es ja nur von meiner Brust und ist nichts. Und rechts. Ich kann also hier aufpassen. Also, keine Sorge, ich bin hier nicht abgelenkt. Sondern kann schon hier aufpassen. Ganz wichtig. So, hier haben wir die Ausfahrt. 50 km/h. Locker runterbremsen. Es ist auch immer abhängig davon, was du sehen kannst, wie du in der Kurve sehen kannst. Wir fahren rechts Richtung Lichtenbroich. Das ist meine Achterbahnrunde. Wer die kann, sage ich ganz ehrlich, der kann auch auf der Autobahn fahren. Wer hier das Labyrinth am Flughafen fahren kann, mit allen Haken und Ösen, ist wirklich vorteilhaft. So. Tipp noch mal auf das Display. Das gibt Herzchen. Hallo. Das gibt ganz viele Herzchen. Dankeschön für die Herzchen. Tipp noch mal, ganz fleißig, kräftig. Und rechts. So, als Eingangsschild. Genau, du bist so circa bei 50 km/h, sehr gut. So, und jetzt kommt eine scharfe Kurve rechts und dann eine Ampel. Vielleicht stehen da 10 Autos vor der Ampel. Also, hab Acht, ne? Vorsichtig fahren, rechts bitte, Blinker rechts und vor der Ampel biegen wir rechts ab. Was du jetzt machen musst, Luisa, ist nach links schauen. Nach links schauen, weil da kommen manchmal Autos. Sehr gut. Guck mal, das Ballett echt bezahlt, ne? Ich hab doch gar kein. Doch. Nein, sie hat keinen Ballettunterricht gehabt. Nein. Aber dafür Tennis, ne? Ja. Gut. Wollen wir nicht zu so viel verraten, ne? So, das ist schon mal sehr gut, wie du das machst hier. Pfeile zwischen die Räder, Geradeauspfeil. Kann man sehen, ne? Auch wenn die Straße nass ist, orientiert euch an die Pfeile. Und im Kreisverkehr nehmen wir die erste Ausfahrt raus. Die erste Ausfahrt. Schau rein, Lücke nutzen. Die Die fahren wir raus. Und guck bitte, an der Ecke steht ein Verkehrszeichen. Siehst du das? Danke. 30, ne? Ja. Ja, Gott sei Dank, dein Führerschein bestand. Das schreiben übrigens jetzt hier viele, ne? Also, Düsseldorf ist schon Königsklasse, muss man sagen. Ja. So, Kreisverkehr, erste raus. So, und wer? Also Kreisverkehr, hier. erste raus. Genau, die fahren wir raus. Jetzt, oh Wunder, jetzt musst du dich gut konzentrieren. Hier hast du ein Vorfahrt gewähren. Und dein Fahrstreifen hört auf. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Guck mal, wie souverän. Und hier ist das am Samstag passiert. Ne? Das ist die Ecke. Deswegen Schulterblick rechts. Gestern, das war ganz in Englisch. In Englisch heißt dann Schulterblick Side Look. Also wie Inside Mirror, Outside Mirror, Side Look. So. Das hast du gut gemacht. Das erste Mal in Hamburg gefahren. Ja, für mich die Hölle. Ja, das stimmt. Also, nicht so einfach zu fahren, ne? Du bist hier mit 60 unterwegs. Du hast auch schon die Fliehkräfte gemerkt bei 60 km/h in der Kurve. Und hier musst du jetzt richtig Gas geben. Adaptiere die Geschwindigkeit, also passe dich an mit den Fahrzeugen, die du hier auf der Fahrbahn antriffst, auf der Autobahn. Und dann locker rein. Hast du gut gemacht? Gib den Fleißbienchen, ne? Ja.
So, alle 8 Sekunden mal in die Spiegel schauen. Alle 8 Sekunden solltest du in die Spiegel schauen, um zu prüfen. So, was hast du denn hier für Kollegen hinter dir? Ne? Hinter dir ist frei. Also Spiegel, Schulterblick, Blinker und rüber. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für die vielen Herzchen. Danke, danke, danke. Wir fahren weiter Richtung Fellbert Düsseldorf. Wie viele Fahrstunden hast du bis jetzt? Auch nicht so viele, ne? Jeder Schüler zuvor, so knapp 30, ne? Ja, das fährt gut. Kompliment, soll ich mal weitergeben? Genau. Von Sulkananes, ne? Genau, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Gib's ein Kompliment, du fährst gut. Danke. Danke, danke. Sehr schön, wir fahren weiter Richtung Düsseldorf. Auch die Geschwindigkeit, mega super. Und Geschwindigkeit kontrollierst du, indem du einfach auf das Head-Up-Display guckst und nicht mehr in den Tacho. Das ist schon angenehmer, ne? Ja. Oder? Mhm. Was sagst du zu dem Head-Up-Display? Sehr gut. Sehr gut, ne? Also, Bestätigung. Blinker rechts, weil wir wollen jetzt die nächste Ausfahrt rausnehmen. Niemals, ja, rechts und links vertauscht. Bitte auf die rechte Spur. Und rechts raus. Du kannst ja hier auch mit 130 drauf fahren. Die Ausfahrt ist lang genug hier. Und bremsen. Alles kein Thema. Immer locker bleiben. Nein, die ist nicht in Unterrad. Die ist in Derendorf. 50 km/h für die Kurve. Und auch hier hast du wieder ein Vorfahrt gewähren. Erinnere dich, dein Fahrstreifen hört auf. Adaptiere die Geschwindigkeit. Das hat gerade ein Fahrzeug überholt. Hast du gut gemacht. Schulterblick. So. Scharfe Kurve links. Ui, Fliehkräfte, ne? Guck mal, wie wir. Ja, deswegen Achterbahn, ne? Deswegen heißt das Ding hier Achterbahn. Nein, ist eine Automatik. Sie macht B197, wie es viele machen. Das kann man wirklich nur empfehlen. Und nach rechts. Stimmst du mir zu? Ja. Das ist wieder links. Oh. Also Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Ja, rechts und links vertauscht. Ne? Du, du, du. So, dann wollen wir nach links abbiegen. Geht's dir gut? Nach links. Alles okay? Ja. Gut. So, wir wollen nach links abbiegen. Wie viele Fahrstreifen siehst du gehen nach links? Zwei. Und welche müssen wir benutzen? Rechts. Rechten, ne? Wegen Rechtsfahrgebot. Super, mega. Also bis jetzt hast du doch gut gemacht, ne? Daumen hoch, Daumen hoch. Luisa, sag mal hallo. 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 So, das war Luisa. Macht so gut. Großen Bogen fahren. Großen Bogen, genau. Und dann wollen wir wieder links, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Und noch einmal, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Wie viele Fahrstreifen haben wir, die nach links gehen? Zwei. Wiederholung, 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 ne? Super. Auch hier wieder einen großen Bogen nach links, ne? Großen Bogen nach links. Tipp mal bitte auf das Display. Ich kann ein paar Herzchen gebrauchen. Danke. Okay. So, aufpassen jetzt. Großen Bogen fahren. Spiegel, Schulterblick. Rechte Seite bleiben. Rechte Seite bleiben. So, hier nicht zu lange gucken. Samstag wären wir hier in den Graben gefahren. Aber nicht wir, ne? Und nach rechts. Achso, nach rechts. Bleib mal rechts. Ich dachte, ich sei hier. Bleib mal bei mir. Ja, ich wollte, dass du ein bisschen überlegst, wo rechts und links ist. Aber hast es ja dann noch gefunden, ne? Ja. Rechts, ne? Rechts ist mal bei mir. Ja, das ist schlauer, das ist richtig. Ich möchte aber, dass meine Schüler hier den Fahrstreifenwechsel üben.
Ja, und deswegen mache ich das und deswegen bleibt der Schüler auf der rechten Spur. Es ist auch viel, viel einfacher, von der rechten Spur nach links abzubiegen. Aber du hast recht, ja, es ist natürlich viel, viel schlauer, sich auf der linken Spur einzuordnen, wenn man danach wieder auf die linke Spur möchte, also links abbiegen möchte, ne? Ja, super, hast gut aufgepasst. Klasse, kriegst du ein Fleißbienchen. Danke, danke. Wie aufmerksam. Also, wir sind ja hier in der Fahrschule, ne? Und wir müssen uns an das Rechtsfahrgebot halten. Und es ist viel, viel einfacher, auf der rechten Seite zu fahren. So, Vollspeed. Du kannst richtig Gas geben. Spiegel, Schulterblick. Guck mal, wie viel Zeit du noch hast, ne? Jede Menge Zeit, ne? Und das ist total relax. Und dein Puls? Ruhepuls, ne? Wenn du auf die Autobahn gefahren bist, mach dir erstmal ein Bild von dieser Autobahn. Ja, Kann guck ich mal auch in den überholen? Spiegel, du kannst überholen, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Es war zwar hinten frei, ja, aber das gucken wir nicht so gut. Ja, das ist Automatik, das ist richtig. Das ist einfacher, das B197. Kann ich jedem nur empfehlen, das zu machen. So, auch hier ein Unfallschwerpunkt hier, ne? Auf die rechte Seite rüber. Da hast du aber hier ein Problem, dass sich einige nicht an die Regeln halten. Achte bitte auf die Fahrzeuge, die dich eventuell hier rechts überholen. Ja? Also größte Vorsicht. Du kennst unsere Fahrschule, Luisa. Luisa MS. Ha! Da habe ich einen Namensvetter. Meine Fahrschülerin heißt auch Luisa, die gerade fährt. Grüß Gott. Ja, finde ich gut. So, wir wollen die nächste Ausfahrt raus. Spiegel, Blinker, Schulterblick. Ausfahrt sind rechts. Spiegel, Aber jetzt schon. Abstand, Aber jetzt schon. Abstand, Abstand. Und dann noch die rechte Seite rüber. Ganz genau. Jetzt hier raus. Ja, das ist richtig. 10 Fahrstunden musst du fahren. Genau, 10 Fahrstunden musst du fahren. Dann kriegst du eine SKN, das heißt einen Schaltkompetenznachweis. Das dauert 15 Minuten, die Prüfung. Und dann mit diesem Nachweis gehst du dann zum Straßenverkehrsamt und lässt dir den eintragen. Also B197 ist das Ganze. Ganz interessant, rechts. Ist auch viel, viel einfacher, geht auch viel, viel schneller. Flughafen, ganz genau. Das ist der Flughafen Düsseldorf. Ich zeige euch gleich mal den Tower. Tipp mal aufs Display. Laden wir noch ein paar ein. Sonnenblende, die ihr gerade gesehen habt. Die Sonnenblende. Tür ist auch gut. Ja. Und rechts. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Und. Und dann gucken wir hier, da ist der Tower, schön blöd. Und nach rechts. Denkt daran, 10 Autos vor der roten Ampel. Ne? Deswegen immer schön langsam fahren, aber das machst du ja. So, jetzt hier nochmal Blinker nach rechts, ist klar. Und Schulterblick nach links. Ne? Sehr schön. Geht's dir gut? Was meinen Sie mich? Ganz in der Nähe, Luisa. Luisa ist ganz in der Nähe. Ja klar, Luisa sitzt neben mir. Nein, du bist eine andere Luisa, ich weiß. So, 50 km/h, das ist richtig. Viele wollen hier ein bisschen schneller fahren, weil hier geht es auch leicht bergab. Und dann wollen wir die erste Ausfahrt rausnehmen. Die erste Ausfahrt. Schenkt er mir noch ein paar Herzchen. Jetzt kommen wir hier an die Stelle, wo es am Samstag fast gekracht hat mit einem Tankwagen des Flughafens. Und wer dabei gewesen ist, der wird sich daran erinnern. Am Samstag erste raus. Mache einen Schulterblick links. Ne? Das ist ganz wichtig. So. Vorfahrt gewähren. Gleichmäßig weiterfahren. Spiegel, Schulterblick, Blinker.
souverän fahren. Machen wir einen Schulterblick rechts. Nicht, dass hier wieder ein Tanklaster kommt. Ne? Ja. Und die Auffahrt hier beobachten. Ja, manchmal ist hier echt nichts los. Ne? Nicht in den Spiegel. Es ist wirklich überhaupt gar nichts los. Ne? Richtung Felbert, das ist richtig. Die Kurve solltest du nicht mit 80 km/h nehmen. Das gibt zu viel Fliehkraft. Dann deswegen heißt diese Strecke auch Rollercoaster. 132 Zuschauer, vielen Dank. Tipp mal alle auf das Display. Gleichzeitig. 1, 2, 3, jetzt! Ja, genau. Dankeschön. Danke. So, aufpassen hier. Da fährt der Elmar vorne uns. Spiegel Schulterblick. Du darfst auch die Einfahrt nutzen. Bis zum Schluss. Oh je, ist das lang hier. Was ist lang hier? So, dann wollen wir gleich überholen. Aber du siehst, dass es recht voll ist, ne? Und hinter dir, beziehungsweise neben dir, fährt so ein Auto, ne? Fast in deinem toten Winkel. Siehst du das? Der ist jetzt aber eingeschert. Also, überholen. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Sehr schön zum Üben. Sehr schöne Situation. Klasse. Angebote für Fahrschüler haben wir immer. Jeden Tag. Kommt einfach rein und lasst euch ein Angebot geben. Haben wir immer da. Zwei Fahrstreifen gehen Richtung Felbert und zwei Richtung Essen. Das kannst du ganz gut hier erkennen anhand der breiten gestrichelten Linie. Die Geschwindigkeit, die du gerade fährst, 120, 123, 125, völlig in Ordnung. Fuck, ja, da verkaufen sie am Führerschein. Nee, nee. So. Sperren. So, bleib hinter dem LKW, wir wollen die nächste Ausfahrt raus. Das würde der Prüfer dir auch sagen. Ja, das heißt also, der würde dich jetzt hier nicht ins Unglück laufen lassen. Der würde sagen, bleib hier. Ja, bleib auf dem Fahrstreifen. Wenn du dann natürlich in Panik gerätst, Blinker rechts, aber nicht auf der Linie fahren, wenn es geht. Und auf die richtige Spur. Welches Auto für einen Fahranfänger? Am besten eins, was eine Beule vertragen kann. Ja? Dann ärgerst du dich nicht. Ist eigentlich egal welches. Hauptsache, kann eine Beule vertragen. Dann ärgerst du dich auch nicht. Für einen Fahranfänger. Komm. So, 50 km/h souverän abbremsen. Guck mal, der Hintermann, der spielt auch ganz gut mit. Ne? Sehr gut, Schultern runter, atmen, weit nach vorne schauen, Vorfahrt gewähren, adaptiere die Geschwindigkeit. Da ist aber niemand. Ne? So, ich würde mir jetzt gerne mal jemanden hier wünschen, der auf der linken Seite ist. Ne? So, nicht zu schnell, hier geht's bergab. Ne? Und eine scharfe Kurve. Ui, du musst Achterbahn fahren, ne? Jetzt weißt du auch, warum wir diese Strecke Achterbahn genannt haben. Achterbahn, Autobahn. Ne? Leute, das ist Autobahnfahren und nicht geradeaus. Ja? Wir sind natürlich die ersten 2 Stunden nach Remont gefahren, um das Ganze kennenzulernen. Aber die anderen 2 Stunden, die machen wir hier wirklich high life. Blinker nach rechts. Also Einfahrten, Ausfahrten, Ausfahrten, Einfahrten. Und so lernt man Autobahnfahren und nicht nur geradeaus. Ne? So, wir wollen nach links. Abbiegen. Und jetzt die Frage wiederum, welchen Fahrstreifen nehmen wir? Wie viele Fahrstreifen siehst du denn, die nach links gehen? 2, also den rechten. 2, also wir nehmen den rechten. Ne? Es ist viel, viel einfacher, vom rechten Fahrstreifen nach links abzubiegen. Viel, viel einfacher. Deswegen sollte man hier immer den rechten Fahrstreifen nehmen. Ne? Das ist richtig. Motorradführerschein macht so gut wie keiner mehr. Also ich würde es nicht machen, Motorradführerschein jetzt zu machen. Naja, das muss jeder da wissen. Wir machen kein Motorrad, na, also mir wäre es zu gefährlich. Fahrstunden Motorrad, denke ich mal, im Frühjahr wieder. Bitte, bitte.
immer wieder gerne. Tipp doch mal auf Display, großer Bogenfahren. Nimm dir jetzt kein Beispiel von dem Fahrzeug, was vor dir gefahren ist. Ja? Dann immer schön großen Bogen fahren. Ja? Den Blinker nach links, Innenspiegel, Außenspiegel, linker Schulterblick. Ja, genau, darum geht's. Das möchte ich, dass du das ja lernst. Ja, und deswegen haben wir den rechten Fahrstreifen genommen. Ne? Und Blinker nach links. Natürlich hätte man den linken Fahrstreifen nehmen können, aber ich möchte, dass meine Schüler das lernen. Ja. Drei Fahrschulen? Haha, guck hier. Fahrschule, Fahrschule, Fahrschule. Okay, also beliebte Strecke wohl hier für die Fahrschüler und Fahrschulen. Aber hier, die eine Fahrschule hat sich wohl ja, nicht falsch eingeordnet. Es ist allerdings sehr viel schwieriger von da aus abzubiegen. Also immer schön großen Bogen fahren. Also wie einen kleinen Bogen. Jetzt wie gesagt kein Fehler, den linken Fahrstreifen zu benutzen. Hey, guck, hast du gesehen? Er hat sich links überholt. Fahrstreifenverengung, ne? Mhm. Hast aber gut gelöst, das Ganze, ne? Schön souverän, Puls flach halten. Und nach rechts. Ne, bleib mal auf der rechten Spur, bitte. Ich denke immer direkt, dass man das darf. Macht nichts, kein Problem. Alles gut. Hast du noch gut gelöst. Du hast insgesamt 2 Jahre Zeit, einen Führerschein zu machen, bevor dein Antrag komplett abläuft. Also 1 Jahr für die Theorie und 1 Jahr für die praktische. Wenn du jeden Tag ausreizt, hast du 2 Jahre Zeit, einen Führerschein zu machen. 1 Jahr Theorie und 1 Jahr Praxis. Bevor der Antrag abläuft. Die Verträge der Fahrschulen sind generell 6 Monate gültig, laut AGB, Standard AGB der Fahrschulen. Unsere Verträge sind 12 Monate gültig. Schon von Anfang an, seit 12 Jahren ist das so. Ja, das ist wieder die Leitplanke, die immer schön blitzeblank ist, ne? Weil neu. Da kracht ständig jemand rein. G und mit FFP2-Maske fahren wir. Ja. Du hast immer so eine schöne rosane an, ne? Mhm. So eine schöne rosane Maske. So, Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick. Guck mal, sie lässt sich überhaupt nicht ablenken, ne? Das sind meine Schüler. Ach, ich finde das richtig klasse, wie ihr das macht. Guck mal, total selbstständig. 130 reicht aber. Da liegt jemand die Geschwindigkeit, ne? Jojo. Aber 130 reicht. Mehr brauchen wir nicht. Danke, danke, danke. Den haben wir, ne? Ja, der Job, der macht schon richtig Laune, ne? Ich finde das klasse. So, langgezogene Kurve, Schultern runter, atmen. Jetzt können wir hier wieder an einer sehr kritischen Stelle vorausschauen, fahren. Guck weit nach vorne. Die Autobahn scheint aber hier was leer zu sein. Was ist denn hier los? Okay, da kommt ein schnelles Fahrzeug. Vielleicht könnt ihr das sehen im Spiegel. Okay, der zieht noch rüber. Und gehen wir auf die rechte Spur rüber. Und oftmals wirst du hier rechts überholen. Ne? Rechte Seite rüber. So kann man es lernen. Ne? Ja. Da sehen wir auch schon wieder den Flughafentower. Gar nicht so einfach mit einer Hand zu lenken, ne? Und zu fahren. Und dann die Sonnenblende runter zu klappen. Ne? Die Scheibe können wir mal sauber machen. Können wir vielleicht ein bisschen mehr sehen. Ne? Mhm. Blinker ab der 300 Meter Marke. Dann macht das mal an. Donnerstag hast du Prüfung. Ja, da viel Glück. Dann drücken wir mal die Daumen, dass du Donnerstag auch stehst. Ne? Ganz viel Erfolg. Genau, den Blinker lassen wir an. Nehmen wir uns kein Beispiel von dem Fahrzeug, was da vorne fährt. Wir lassen den Blinker an. Wir tippen von euch nochmal freiwillig auf den Bildschirm. Könnt noch ein paar Herzchen gebrauchen. Danke! Blinker rechts, dort rechts rüber. Lichtenbräuch, Innenspiegel. Oh, das machst du wirklich gut. Ne? Theorieprüfung bestanden. Glückwunsch! Glückwunsch! Charts 17. Glückwunsch, Glückwunsch. Ganz viel Glückwunsch.
So, nach rechts wollen wir gleich fahren. 66, das ist völlig in Ordnung hier. Dann haben wir hier die 50 km/h. Solltest du jetzt in diesem Zustand, also sag mal, abfahren, so gesehen, ne? Mit 50, also an einem 50er-Schild mit 60 vorbei, bis aber in der Bremse ist alles gut. Da ist nochmal der Flughafentower. Jetzt fahren wir nochmal rechts. Und da siehst du, da kommen einige Fahrzeuge. Das ist nicht zu unterschätzen, auch der Zebrastreifen hier. Also in 12 Jahren ist hier noch keiner rübergelaufen. Aber trotzdem, irgendwann kommt man es mal her. Also immer damit rechnen, dass da jemand rüberfahren. Ne? Am Mittwoch Prüfung. Ja, auch dir. Viel, viel Glück. Ne? Prüfer musste aufs Klo und hatte keinen Bock mehr, der Prüfer. Praktische Prüfung 20 Minuten, dann hat er bestimmt Durchfall gehabt, ne? Keine Ahnung. Ja, richte dich an den Pfeilen, ne? Auf dem Boden. Der Prüfer und Durchfall. So, Kreisverkehr, erste raus. Das Labyrinth hier am Flughafen, an der Ecke, denk dran. Super. Am Mittwoch. Danke für die vielen Herzchen. Danke. 150 Zuschauer, mehr oder weniger. Ne, 119 habe ich hier. Hier sieht jetzt 124 auch schön. Ja, die Lücke können wir nehmen. Erste raus. Und Vorfahrtgewähre. Dein Fahrstreifen hört auf. Guck mal, du wirst immer souveräner. Finde ich klasse. Dann mal kurzer Blick nach rechts. Nicht, dass da wieder ein LKW kommt, aber da kommt jemand anders. Siehst du, ein Taxifahrer. Aber das sind die Düsseldorfer Taxifahrer. Das ist sowieso so eine Spezie für sich, ne? Die fahren wie die Wilden. Also es ist damit zu rechnen, dass der jetzt hier auch noch rechts rüber kommt. Deswegen halt Abstand, ne? Gut. Ja, gut, auf alten Schiffen lernt man segeln. Ich habe auch noch einen alten Golf 4, Baujahr 2000. Kannst du gerne mitfahren. Ja? Ist also auch noch möglich. So, Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick ist viel zu früh. Hier würde der Prüfer sagen, es ist zu früh. Ja? Echt? Wieso? Viel zu früh. Ja? Wieso Das denn? heißt, nutze den Einfädelungsstreifen. Ne? Also zumindest, also du kannst hier einen kleinen Sicherheitspuffer aufheben, aber das war zu früh. Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulter weg. Und Richtung Velbert fahren wir jetzt. Ja, auf alten Schiffen fällt man an, also lernt man gut zu segeln, das ist richtig. Aber wie gesagt, ein altes Fahrzeug, Golf 4 haben wir auch noch. Wer will, kann den gerne fahren. Und das Ding ist 20 Jahre alt. Also haben noch Mama und Papa von euch vielleicht schon die Prüfung gemacht und Ausbildung. Ne? So, du darfst sogar überholen. Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick. Wenn du möchtest. Ja, musst aber Gas geben dabei. Und vielen Dank fürs Teilen des Videos. Ups. Das mal zum Thema Ladungssicherung, ne? Das sieht mir aber gefährlich aus, ne? Na gut, okay. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Niemals in Höhe einer Einfahrt wechseln. Niemals in Höhe einer Einfahrt wechseln. Also nach der Einfahrt, guck mal bitte, Spiegel, Schulterblick. Und da setzt schon einer an zum Rechts überholen. Blicke rechts. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Ja, das ist immer das leidige Thema, ne? Rechts überholen auf der Autobahn. Hab das gerade gesehen. Rechts bitte. Ja. Das passiert. Einfach locker bleiben, ruhig bleiben. Aufregen bringt nichts. Kurve 50, ne? In etwa merkst du? Aha. Der wird einem ganz anders dann, ne? So ganz kurz. So, Vorfahrt gewähren. Ihnen kommt einer an.
adaptiere die Geschwindigkeit, anpassen und rüber. Guck mal, so war das schön. Schön souverän. Und 50 km/h. Mit 80 ist zu viel, Victoria. Aber das merkst du sofort, wenn die Fliehkräfte einsetzen. Das machst du auch schon richtig. Und das Gefühl sollst du ja auch kriegen, dass die, ne, das ist instinktiv, dass du dann langsamer wirst. Ne? Ja. Du möchtest langsamer werden. Wie geht's dir? Alles gut? Bist du bereit für die nächste Runde? Mhm. Ja? Ja. Jo, wir sind bereit für die nächste Runde. Ausfahrt rechts. Bisschen abbremsen, 50 km/h. Also das ist hier wirklich Rollercoaster, ne? Blinker nach links. Okay. Und nach links. So, und wenn ihr jetzt mal schaut, Blinker nach links, genau. Zwei Fahrstreifen, die nach links gehen, ne? Was wir hier so gerade machen, wir sind unterwegs, wenn ihr da mal gucken wollt, wir sind jetzt unterwegs, wie lange? 53 Minuten, ne? Sind 40 Kilometer gefahren und haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 km/h. Und wir sind ja jetzt hier nur die Rollercoaster-Runde am Fahren. 6,3 Liter auf 100 Kilometer. Ist schon recht sparsam. Ne? Und das ist das, was wir jetzt hier so gefahren sind. In, ja, 54 Minuten, ne? 40 Kilometer. Das ist Autobahn. Man kann natürlich auch mehr Weg zurücklegen, aber ich denke, wir machen ja hier eine ganze Menge, ne? Großer Bogen, spiegelt Schulter. Ja, noch ein bisschen größer der Bogen. Und auf die linke Spur, Innenspiegel, Außenspiegel, blinker Schulterblick. Noch einmal wiederholt. Natürlich könnte man sich auf die linke Spur einordnen. Wollen wir aber nicht, wir wollen ja üben. Ja, also Fahrstreifenwechsel üben, oder? Mhm. Geht's dir gut, Luisa? Du bist so ruhig. Was ist los? Mach mal Daumen hoch. Alles gut. So sieht's aus. Ja, auch wieder hier großen Bogen fahren. Großen Bogen. Natürlich ist es kein Fehler, sich auf der linken Spur einzuordnen, aber es ist viel einfacher, sich auf der rechten Spur einzuordnen und den großen Bogen zu fahren. Ne? Ja, wünsche ich auch einen wunderschönen guten Tag. Dankeschön. Hast auch gleich eine Fahrstunde? Ja, dann viel Spaß mit der Fahrstunde, mit dem Fahrrad. Rechts? Du willst immer links rüber, ne? Ja, ich dachte, wir fahren da rein. Nein, nein. Alles gut. Wir fahren Richtung Flughafen. Wo fliegen wir denn hin? Mallorca. Mallorca. Okay, wir fliegen jetzt gleich nach Mallorca. Das ist ja cool. Seit 5 Monaten wartest du, dass du fahren kannst. Das haben die nur einen Fahrlehrer in der Fahrschule. Sind die alle krank oder was? Naja, bin fast jeden Tag jetzt gefahren. Ne? Wie der Schüler zuvor, den ich gefahren bin. Also wir machen das so, dass wir unsere Schüler erstmal die Theorie machen. Und dann jeden Tag wird dann gefahren. Und Luisa ist ja jetzt hier auch jeden Tag gefahren. Was machst du? Das ist jetzt hier eine wunderschöne Kurve mit der entsprechenden Leitplanke. Die ist immer schön blank, blitzeblank, weil die immer neu ausgetauscht wird. Und hier mal die Autobahn beobachten. Spiegel, Schulterblick und Gas. Ne? So, von 50 auf ungefähr 90. 90, 95 fahren die LKWs und dann fährst du rum. Guck mal, du hast jetzt die Einfädelungsschleifen richtig gut, prima genutzt. Bis zum Ende, ne? Super. So muss das sein. So, wenn du eine Autobahn befährst, mach dir erstmal einen Blick. Na, gib dir einen Überblick über die Autobahn, was hier los ist. Wenn du das überholte Fahrzeug jetzt im Innenspiegel siehst, dann kannst du rüberfahren, schön locker, leicht lenken. Genau, ein paar Wochen ist das durch. So, jetzt kritische Situation. Sehr kritisch hier.
Doppelte durchgezogene Linie, kurze Blicke in den Spiegel für den Verkehr, der von rechts kommt. Da wir jetzt sowieso die rechte, also die nächste Ausfahrt rausfahren, ja, sucht ihr jetzt schon mal die Lücke voraus. Nein, falsch. Guck mal, was hast du da? Ja. Hast du gesehen? Ja, die Linie. Ist dir noch aufgefallen, ne? Ja. Ja, und jetzt ist es deine Entscheidung, Gas zu geben oder dich hier einzuordnen hinter dem LKW, hinter dem Anhänger. Ja, diese Entscheidung zu treffen ist gar nicht so einfach, ne? Gar nicht so einfach, die Entscheidung da zu treffen, ne? Sehr schön. Habt ihr gesehen, ne? Also es ist schon kritisch, ne? Du hast gar nicht so viel Zeit, ne, um eine Entscheidung zu treffen, ne? Das geht blitzschnell dann, ne? So, die nächste fahren wir raus. 300 Meter die Blinker setzen nach rechts. Ist ja schon an. Und dann fahren wir raus. Oha, genau. Also man muss hier schon blitzschnell entscheiden können. Und das können, also diese Entscheidung überlasse ich meinen Schülern natürlich, ne? Ob du dann noch überholst oder nicht, ne? Hast dich fürs Nicht-Überholen entschieden, das war instinktiv auch richtig, lieber dahinter bleiben. Und der Grundsatz gilt, 1000 Meter rechts bitte, 1000 Meter vorher, keine Fahrstreifen mehr. Ne? Wechsel, super. Autobahn und Landstraße, das Entspannteste, was es gibt. Naja, wenn du meinst, dann komm mal, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wir können gerne mal die Runde fahren. Das gibt Puls, oder? Hast du Puls? Nö. Nö. Ich auch nicht. So, denk dran, hier kommt ein Ortseingangsschild und du bist mit über 60 unterwegs. Rechts raus bitte. Sonst geht's doch noch nach Mallorca. Hier nochmal den schönen Tower von Düsseldorf, der Flughafentower. Und denk bitte daran, 10 Autos vor der Ampel. Ja. Und nach rechts. Ja, die größte Angst, auf der Autobahn zu fahren, dann musst du deinen Fahrlehrer mal fragen. Ja, blinke, guck, links. Musst du deinen Fahrlehrer mal fragen, ob er Autobahn mit dir fährt. Also ruhig den Fahrlehrer mal ansprechen. Ja. Wo sind die Herzchen? Danke für die Herzchen. So, auch wenn es hier blendet auf der Straße. Tipp mal auf den Bildschirm. Auf 3. 1, 2, 3. Jetzt. Und erst raus. Danke. Danke, danke, danke. So, und? Wie schnell? Oh, jetzt muss ich dir leider mitteilen, die Prüfung ist vorbei. 38 km/h, da wo 30 erlaubt. Erste Ausfahrt raus. Ja, wie sieht's denn eigentlich aus? Würde der Prüfer jetzt das sagen? Oder würde dich weiterfahren lassen? Na? Weiterfahren? Weiterfahren lassen, ne? Ja klar. Er würde das erst viel, viel später sagen, ne? Also vielleicht ist es dir gar nicht aufgefallen, ne? Guck, da kommt wieder ein LKW. Warum zieht er nicht rüber, ne? Das war wie samstags, ne? Genau. Habt ihr gesehen? Flashbacks kriegst du, um Gottes Willen. Ja. Also die Strecke heißt Rollercoaster, also Achterbahn, die wir hier fahren. Aber habt ihr gerade gesehen, der LKW ist auch rübergekommen, beziehungsweise ist vernünftig gefahren, ne? Wer am Samstag dabei war, der weiß, wovon ich rede. Hup mal. Nö, kann ich nicht. Geht nicht. So, hier, sehr interessante Aufgabe. Auf der rechten Seite fährt jemand. Ich hoffe, dass der nicht links rüberkommt. Blinker links. Rade ich mal hinter dem LKW ein. Spiegel Schulterblick. In diesem Fall, guck mal, das ist dein Sicherheitspuffer nach vorne. Klasse, gut gemacht. Ja? So, und jetzt machst du dir erstmal ein Bild über die Autobahn. Wie sieht das überhaupt aus? Wie voll ist die? Ja? Blinker nach links. Du machst das sehr gut. Viele kurze Blicke in die Spiegel, dann Schulterblick. Mega. Richtig gut. Leute, tippt mal auf Bildschirm jetzt. 1, 2, 3. Das hat sie gut gemacht. Und nicht hier rüber, nein. Schön die Hände blinken lassen. Danke. So, Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick. Und guck mal da. Zoom. Den hast du sogar gesehen. Ja. Ja.
Super, klasse. Ja, Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick und aus. Das hat sie auch sehr gut gemacht. Ja? Und wenn du nichts mehr durch die hintere Scheibe sehen kannst, dann musst du sie sauber machen. Wie macht man die sauber? Innenspiegel, Außenspiegel und guck mal hier. Ja? Vorsicht beim Rüberfahren. Ne? Der ist voll im toten Winkel. Ja? Habt ihr gerade gesehen? Also, ne? Der hat sich zurückfallen lassen. So ein Schlingel, ne? Also auf was man hier alles aufpassen muss. Du hast ihn gar nicht gesehen auf der rechten Seite, ne? Ja. Und wenn der dann rüberzieht, dann ist es passiert, ne? Also hier, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Das war jetzt auch nochmal eine ganz tolle Situation, ne? Woraus man unheimlich viel ziehen kann, ne? Mit 140 Zuschauern und nach rechts. Es fahren 140 Leute mit. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Und weiter geht's. Genau, Likes. Ich sammle gerne Likes. Sag mal, Lichtenergie für deine Fahrstunde. Fahrstunden? Lichtenergie? Wieso? Lichtenergie? Okay. Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick. Leute, wir müssen uns hier konzentrieren. Lichtenergie? Kennst du Lichtenergie? Nein. Ich auch nicht. So. Ah, guck mal. Ja, solche Fliehkräfte können auch Spaß machen, ne? Oder? Mhm. Mit dem richtigen Auto auf jeden Fall, ne? Aber nicht mit einem Fahrschulwagen. So, wir fahren hier wieder raus. Wann sind wir eigentlich gestartet? Weißt du das? Weißt du das? Halb, zwei. Ich hab keinen Plan. Fahr mal ganz da. Wir fahren jetzt nur die Runde. Blinker rechts. Das macht ja Spaß hier. So, 50 km/h. Guck mal, sie wird immer schneller von Runde zu Runde, ne? Schaffen wir eine noch? Ja. Fahren wir noch eine? Macht Spaß? Ja. Ja? Ja. Sag mal, ja. Yes. Ja, siehst du, guck mal. Euphorisch, ne? Was fahrt ihr für ein Auto? Wir fahren einen Tiguan. VW Tiguan 2 Liter 150 PS Automatik. Da ist er. So, und jetzt sind wir 52 Kilometer gefahren innerhalb von einer Stunde. 48 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, 6,3 Liter auf 100 Kilometer. Also ich denke mal, das ist schon sparsam, ne? Jo, denke ich mal auch, ne? Guck mal, der Smiley fährt immer mit. Hallo. Schenkt er mir noch ein paar Likes? Bestimmt, ne? Oder die Likes, die leite ich natürlich weiter an Luisa. Luisa, wink mal, hallo. Tag, Löchen. Ne? Macht Spaß mit dem Autofahren? Ja, sehr. Autobahn? Macht Spaß, sehr. Ne? Ja. Ja, ne? So, denk dran, du hast links ein Auto. Also, großen Bogen fahren, großen Bogen nach links. Nein, sie macht B197. Sie darf nachher Schaltwagen fahren. Das macht sie auch sehr, sehr gut. Und Blinker nach links. Um Zeit zu sparen, Geld zu sparen, kannst du natürlich hier auch die B197 machen. Das geht richtig schnell. Blinker links. Wir machen es so. Ja, es geht schneller, ne? Deswegen. Wir machen es so, dass wir 10 Stunden, mindestens 10 Fahrstunden Schaltwagen fahren. Danach machst du eine Schaltkompetenznachweis. Und den Rest machen wir auf Automatik. Und der Schüler zuvor, der hat so mit Automatik B197, der hat es genau so gemacht. 30 Fahrstunden gebraucht. Ist natürlich dann schon wenig, ne? Wo das ist in Düsseldorf. In Düsseldorf sind wir hier. Also zwei Fahrstreifen wieder. Rechte Spur. Großen Bogen fahren. Ganz wichtig. Und beobachten. Lücke suchen. Spiegel Schulterblick. Rüber. Fahrstreifenverengung. Sehr gut. Autobahneinfahrt. Und meine Schüler können das hier alle. Ah, jeder muss hier durch. Rechts. Ah, guck mal, diesmal bleibst du rechts, ne? Luisa, gut gemacht. Klasse. Und auf der rechten Seite bleiben. Richtung Flughafen Düsseldorf. Wir wollen ja heute noch nach
Wir wollen ja heute noch nach Malle fliegen, ne? Theorie schon fertig, sehr schön. Ja, Theorie hat sie schon fertig, klar. Unsere Schüler müssen erstmal die Theorie machen und dann fahren wir an zu fahren, jeden Tag. Dann ist das Ganze in 2, 3 Wochen erledigt. Wie lange sind wir jetzt gefahren? 2 Wochen, 3 Wochen? Ja, dann jeden Tag. Erledigt, ne? Mhm. Jeden Tag. Dann verlernst du es auch nicht. Ne, wir fahren nicht nach Essen, wir fahren jetzt Richtung Flughafen. Hier kommen wir wieder an dieser schönen Leitplanke, die immer schön blitzeblank ist, weil sie ständig ausgetauscht wird. Diese Leitplanke wird ständig ausgetauscht. Fährt man die praktische Prüfung hast du, glaube ich, am 20. Dezember, ne? Ja. So wie es aussieht. Wir können aber gleich nochmal nachgucken, wir haben noch keine Bestätigung. 20. Dezember. Wo blöd ist es mit dem 6? Ja, das klappte leider nicht. Das ist der TÜV halt schuld, ne? Da können wir nichts machen. Grüß aus Fellbad, ja, grüß aus Düsseldorf. Danke, grüß zurück. Spiegel, Schulterblick, guck mal. Super. Und jetzt? Wie sieht die Autobahn aus? Leer, ne? Ja. Boah, hier. Oh. The Racer. Hier ist der Racer unterwegs. Ab 150 gibt es dann Warntöne. Ist so eingestellt. Echt? 140 ist ja aber auch okay, ne? Man verlernt Autofahren nicht. Nee, eigentlich nicht. Das stimmt. So, auch hier wieder kritische Stelle. Auf jeden Fall solltest du jetzt hier auf die rechte Seite gucken, ne? Nur gucken. Spiegel, Schulterblick. Pass dich mal an hier mit den Kollegen. Ohne deinen Fahrstreifen zu verlieren. Guck mal in den rechten Außenspiegel. Doppelte durchgezogene Linie. Und das ist die Einfahrt, siehst du? Der Weiße kommt rüber von der Einfahrt. Das heißt, niemals in einer Einfahrt wechseln. Jetzt hört die durchgezogene Linie auf. Guck mal, was der Weiße da hinter dir macht. Okay, die Lücke ist da. Spiegel, Schulterblick und rechts rüber. Jetzt blendet die Sonne so ein bisschen, ne? Ruhiger lenken, ruhiger lenken. Super, mega. Hat sie gut gemacht. Sehr gut gemacht. Prima. Ja, wir schenken ihr ein paar Herzchen. Mal drauf tippen. Bei 3, 1, 2, 3. Jetzt. Ganz schnell tippen. Und rechts. Danke. Danke, danke. Boah, ist das nicht herrlich, das Wetter. Das sieht ja schon echt gigantisch aus, ne? Du brauchst keine Angst haben vor Autobahn TMX 04. Brauchst du nicht. Ne? Überhaupt nicht. Die Fahrlehrer sind Profis. Die kennen sich aus. Ja? Hab Vertrauen zu deinem Fahrlehrer. Rechts. 219, 220 Zuschauer. Hammer, ne? Mhm. Sag mal, hallo. Hallo. Nee, hallo. Das war Luisa. Hallo, Luisa. Autofahren macht Spaß, natürlich. So, jetzt hast du hier deine 74 drauf. Merkst du, du wirst immer schneller, ne? Von Runde zu Runde, ne? Mhm. So, jetzt hast du hier dein Eingangsschild und 50 km/h. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Und dann wollen wir noch einmal nach rechts abbiegen. 7.12. deine Praxisprüfung. Ja, viel Glück. Ich drücke die Daumen, ne? So, da, guck mal, ganz drück, Daumen drück. So, rechts. Dann guckst du bitte nach links kurz mal. Kommt kein Auto. Gut, super gemacht. Klasse. Du hast, glaube ich, gleich einen Drehwurm, ne? Ja, wenn ist du gleich ein bisschen zu schwindelig. Hause bist, ne? Das ist schwindelig, ne? Also ich merke oder? Schon. Merkt man, ne? Ja. Ja, das ist ein Drehwurm, ne? Das ist nicht ohne Grund hat diese Strecke hier den Namen Achterbahn. Hat sie auch, glaube ich, verdient, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ja, irgendwelche Tipps für die praktische Prüfung. Traubenzucker. Traubenzucker, Traubenzucker. Aber eine Tafel reicht. Also so ein Täfelchen. Ne? Das reicht. Aber mehr nicht. Nee, stress dich nicht. Geh das locker an. So, da kommen Taxifahrer. Und Taxifahrer haben ja hier eine spezielle Bedeutung. Der macht keinen Blinker an. Okay, wir fahren die erste raus. Guck mal, wie souverän. Klasse.
Super. Das bin ich von meinen Schülern hier gewohnt. Das ist richtig cool. So, dein Fahrstreifen hört auf. Das ist wieder die markante Stelle hier am Samstag, ne? Achte mal da drauf. Nicht immer ist ein LKW auf der rechten Seite, aber es kommen jetzt hier doch schon eine ganze Menge Fahrzeuge von rechts, dass die sich auch hier vernünftig verhalten. So, wenn einer hier rüber möchte, sollte er doch bitte den Blinker setzen. Also hier kann man auch ruhig den Blinker rechts setzen und links reinfahren, ne? So. Nö, warum? Sie macht ja morgen die Prüfung. Nee, Quatsch, bald die Prüfung. Sie kann schon alleine fahren. Außerdem habe ich das Handy hier vor meiner Brust, also viel sehe ich da auch nicht. Also ich spiele hier, weiß Gott, nicht mit dem Handy rum, sondern konzentriere mich hier, was das macht. Ach, so, Spiegel-Schulterblick. Ich denke, das kann Luisa auch bestätigen, ne? Pass ich auf? Ja, klar. Ja, also, ich passe auf. Deswegen. Also ich schreibe hier auch nicht rum oder so, kann ich nicht, kann hier auch nichts annehmen. Ja, deswegen, ich halte das Ding hier von meiner Brust und mehr nicht. Ne? Also wer hier meint, ich passe nicht auf, das stimmt nicht. Der soll sich ja gerne mal das Video von Samstag angucken. Übrigens, hat der Mensch nur 30 Grad Sichtbereich, maximal 60 Grad plus minus. Und die Kamera, die wir hier installiert haben, die hat 170 Grad Winkel. Das heißt, die Kamera hat hier viel, viel mehr gesehen als wie der Mensch überhaupt. Ne? Und wir fahren mit Dashcam. Ja? Da oben ist die Dashcam. Und diese Filme, die haben wir auch bei YouTube. Hier ist ein Autobahnteiler. Hier dürftest du rechts schneller als links fahren, beispielsweise, ne, wenn du auf der rechten Seite wärst. Ja, bei uns ist auch 2G. Bei uns ist auch 2G. Ja, viel Glück an alle, die die Prüfung jetzt machen, ne? Daumen drück an alle. An alle, die die Prüfung machen, egal wo, egal bei wem. Habt Vertrauen zu eurem Fahrlehrer. Blinker rechts, wir wollen rausfahren. Achso, ich Blinker wollte eben auch rechts, hoch. ja, ist schon nicht schlimm. Blinker rechts, du machst das souverän. Dann Bleib mal überholt stehen. dahinter. Blinker rechts, rüber. So, ganz souverän. Du adaptierst ja die Geschwindigkeit, weißt du? Du, na? Nee, ich lese die Nachrichten nicht, kann ich nicht, geht nicht. Also, ich guck da nur ganz kurz drüber. Wenn es die Zeit erlaubt, weil ich muss hier aufpassen. Demnächst habe ich hier so eine Halterung und kann das Ganze über einen zweiten Account lesen, über ein Tablet, was ich dann hier im Handschuhfach habe. Muss ich mir mal was überlegen. So, Blinker links, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Weil die Strecke, die wir hier fahren, die ist nicht so einfach zu fahren. Ich kann hier auch nicht rumscrollen. Das geht nicht. So, guck mal, wie schön. Super, genau so geht es. Und dann wollen wir rechts. Blinker rechts. Guck mal, du siehst überhaupt gar nichts, ne? Selbst die Schilder kann man kaum lesen, ne? Durch die Nein. Blendung von der Sonne, ne? Ja. Tiefstehende Sonne. So, diesmal fahren wir nicht nach links, sondern nach rechts. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick und rechts fallen lassen. Nein, das stimmt doch gar nicht. Während der Fahrt gilt der Fahrlehrer als Fahrzeugführer. Das ist nicht richtig. Wenn der Fahrschüler eine entsprechende Ausbildungsstufe erreicht hat, gilt der Fahrlehrer nicht als Fahrzeugführer. Ja, und Luisa macht bald die Prüfung und ist prüfungsreif. Ja. Deswegen gilt der Fahrlehrer hier nicht als Fahrzeugführer. Bitte merken. Und Handy am Steuer habe ich nicht. Übrigens darf ein Fahrlehrer ein Handy übrigens benutzen. Mal schlau machen, bevor man solche Kommentare abgibt. Rechts. Ja, das sind immer hier diese Schlaumeier.
Die meinen, alles besser wissen zu wollen. Stimmt aber nicht. So, die zweite Auswahl raus. Ja, das ist mein Vater, die Fahrschule Ludwig in Hilden. Die war aber mal 2019, mit 79 hat mein Vater noch gearbeitet. Mit 79. 2019 hat er zugemacht, kurz vor der Corona, und da ist er ganz froh drüber und er ist jetzt Rentner und hat den Job fast 50 Jahre lang gemacht. Und ich bin da groß geworden in der Materie. Konnte auch schon mit 7 Jahren Auto fahren, also ich denke mal, da seid ihr an einer guten Adresse. Bin auch Düsseldorfer, bin hier aufgewachsen und kenne hier jede Straße und jede Situation. So, Gas wegnehmen, hier sind Menschen, der könnte auch vom LKW fallen, ne? Da weiß man alles nicht. Überall, wo Menschen sind, Abstand halten. Ne? Hier fahren wir auf einen Kreisverkehr zu. Was sollen wir hier tun? Du fährst auch ein Stück weit auf den Radweg, also Spiegel, Schulterblick, weil da kann ja auch ein Radfahrer kommen. Ne? Gut. Und gucken. Ja, richtig, guck mal, der hat Gas gegeben, ne? Ja. Ja, lernen draus, ne? Ganz rum und die nächste raus. Lernen draus. Auch diese Fehler dürfen wir machen. Das war das Ordnungsamt, die kennen wir. Ja, ist so ein Kollege. Aber lernen draus, ne? Ja. Lieber ein bisschen warten, ne? Weil es gibt auch welche, die geben Gas, ne? Und fahren rein in den Kreisverkehr, ne? Ja, stimmt. Schaut mal, ich lasse meinen Schüler solche Sachen ja auch erfahren. Weil sonst kann man nicht daraus lernen, oder? Ja. Wenn ich dir das nur theoretisch beibringe, dann sagst du, langweilig, ne? Mhm. Ja, der große Pudding, ganz genau. Ganz liebe Grüße zurück, ja. Dankeschön. Ganz kurz davor noch mal den Führerschein gemacht bei meinem Vater. Ja, ich bestelle mal schöne Grüße. Das ist klasse. Schön, meinen ehemaligen Fahrschüler von meinem Vater hier zu sehen, zu treffen. Das ist mal klasse. Ja, schöne Grüße zurück. Freut mich. Ganz liebe Grüße. Und nach links. Er ist jetzt Rentner, ne? Seine Augen spielen nicht mehr mit. Aber okay. Das ist ja im Alter so. Es wird jetzt 82. Der wird jetzt 82. So, dann wollen wir nach links abbiegen, ne? Guck bitte auf die richtige Ampel. Viele gucken auf die rechte Ampel und die ist ja grün, aber das ist nicht unsere Ampel, ne? Unsere Ampel ist die da mit dem roten Pfeil, also mit dem Pfeil da drin, ne? Ja, rot und Pfeil nach links. Super. Ja, schön, danke schön. So, wir sind in den letzten Zügen. Da hinten seht ihr noch mal den Flughafen Tower, da waren wir vorhin. Jetzt dürfen wir fahren. Grüner Pfeil heißt fahren. Gut. Wir nehmen noch mal den grünen Blechpfeil jetzt gleich mit. Kennst du den grünen Blechpfeil? Weißt du, was man machen muss? Nein. Grüner Blechpfeil ist wie ein Stoppschild, ne? Zu beachten. Gucken wir mal. Das ist jetzt hier die Passewaldstraße. Und auch diese Passewaldstraße hat das Blinkergeräusch. Ist das angenehm? Naja, ist halt ein Blinkergeräusch. Ne? So, zwei Fahrstreifen, die jetzt nach links gehen. Ne? Zwei Fahrstreifen. Bitte den rechten benutzen. Und großen Bogen fahren. Ne? Warum hat man das hier so gemacht? Mal kurz Erklärung. Eine Verkehrszählung, das sind so Herren und Damen, die sitzen dann hier auf der Ecke und zählen dann die Leute bzw. die Autos, die hier abbiegen. Und man hat festgestellt, dass viel mehr Fahrzeuge hier rechts abbiegen. Und deswegen hat man hier keinen Pfeil gesetzt auf der rechten Seite, weißt du? Und deswegen ist da kein Pfeil drauf. Kennst du das schon, Luisa? Mhm, das haben sie mir schon erzählt. Hast du schon erzählt, ne? Mhm. Na gut, dann wisst ihr das jetzt auch.
Grundaufgaben sind Parken, Wenden, Umkehren und die Gefahrbremsung. Das sind die Grundaufgaben für Pkw. Muss man in der Prüfung auch eine Gefahrenbremsung? Ja, das machen wir kurz vor der Prüfung, damit das frisch bleibt. Ja, genau, es kommt der Blechfall. Das hat hier einer geschrieben. Es kommt jetzt der Blechfall, der grüne Blechfall. Der ist aber nur Nachmittag, so jetzt um die Uhrzeit ist der geschaltet. Früh nicht. Also, du kennst den. Mal sehen, wie der vor uns sich verhält. Bleibt der stehen? Boah, ein Wahnsinn. Der bleibt aber stehen und sieht den grünen Blechfall nicht. Was können wir jetzt machen? Würdet ihr jetzt hupen oder nicht? Wollen wir der sieht das gar nicht, ne? Der darf guck mal, abbiegen, sieht, oder? Der dürfte abbiegen, ne? Aber der sieht das gar nicht, ne? Sollen wir jetzt hupen? Nein, ne, machen wir nicht. Der hat die Regel gar nicht gekannt, ne? Der hat die Regel. Ne, wir fahren rechts. Ach so. Hier darfst du nur rechts abbiegen. Der hat die Regel gar nicht gekannt, ne? Ne. Seht ihr? Leute, das habt ihr auch. Das ist ja unglaublich, ne? Bleibt da einfach stehen und biegt nicht ab, ne? Ja, da kann man nichts machen. Bloß nicht hupen. Bitte nicht. Gut, wenn vor uns jemand ist und der die Regel nicht kennt, kann man nichts dran ändern. Ne? Hm. Also es wäre wie ein Stoppschild. Ja? Einmal kurz stehen bleiben, dann Zählhilfe kannst du benutzen. Ne? Also 21, 22 zum Beispiel zählen und so weiter. Ja. Du hast heute eine Gefahrenbremsung bei 30 gemacht. Warum nicht bei 35? Weil unter 30 und bei 30 sind die Assistenzsysteme so gut wie nicht aktiv. Das heißt ABS. ASR, Gurtstraffer, unter 30 ist das Ganze nicht aktiv. Also meine Schüler lernen das bei 35, 38 und dann gehen wir in die Eisen, weil dann sind auch die Assistenzsysteme wie ASR, ABS, Gurtstraffer alle aktiv. Bei uns ist 2G, nicht 3G. 2G. Also gesundet und getestet. Nee, Quatsch. Genesen, ne? Genesen und. Was ist mit andere geimpft, ne? Muss man 2G machen? Ja, 2G ist bei uns. 2G. Pflicht oder haben Sie das aus? Nee, müssen wir machen. Kriegen wir zur Auflage. Ist leider so. Die ja. Armen anderen Leute. Ja. Tja, 2G haben wir. Wir sind in Düsseldorf, Römerstraße 11. Lasst mal ein Like da, könnt uns gerne folgen. Wir sind jetzt des Öfteren auf TikTok. Ich muss mir noch hier irgendwie was überlegen mit der Halterung, weil die ständig das Ding hier vor der Brust zu halten, ist ja natürlich auch doof. So, eine Bordsteinkante, die regelmäßig mitgenommen wird, hier auf der rechten Seite. Habt ihr vielleicht gerade gesehen. Hängt noch ein bisschen dran, ne? An Zeit. Alles gut. Heute war ja Schwerpunkt Autobahn. Das habt ihr ja mitgekriegt. Wir sind die Achterbahnrunde gefahren. Heißt bei mir Achterbahn. Ne? Neuer Prüfer kam mal. Der fing dann an und dann erste Stunde hat man uns dann zugewiesen und dann haben wir den Prüfer mal da durchgejagt. Hat sich sehr bedankt dafür. Und ja, nimmt das jetzt als Prüfungsstrecke wohl. Also es kann durchaus da passieren, ne, dass wir diese Strecke fahren, aber da lachst du doch drüber, oder? Ja, wäre ja gut eigentlich. Ja, sicher. Ja. Also viele, da kannst du auch deine Kollegen ruhig mal fragen, was macht ihr denn eigentlich so alle in der Fahrstunde? Wie fahrt ihr denn eine Autobahn? Ja, nur geradeaus. Verstehst du? Ja, und es bringt nichts, mal eben 160 und 170 zu fahren, sondern... Das, was wir heute gemacht haben, das ist Arbeit, das ist Autobahn. Ne? Und, bist müde? Ja. Schlafen? Genau. Fällst du gleich ins Koma, ne? Luisa fällt gleich ins Koma. Guck mal, da ist Luisa. Hallo. Hast du gut gemacht, ne? Kriegst den Daumen hoch, ne? Luisa, du hast das toll gemacht. Richtig klasse. Danke. Bitte, bitte. Ja, wir sind auf dem Weg zur Fahrschule jetzt wieder zurück. Düt. Da
Das liebe ich an Düsseldorf. Hier ist immer viel los. Wir sind jetzt hier am Rather Kreuzweg, auf dem Weg nach Düsseldorf-Rath. Stehen im kleinen zähfließenden Verkehr. Das ist durchaus eine mögliche Strecke zurück zum TÜV. Aber da gibt es ja verschiedene. Noch viele dann? 110. Das ist viel. Die Spitze war, glaube ich, 250 oder so. Das ist gut. Noch viel da. Ja, ich denke, wir können jetzt aber mal Schluss machen hier. Ich kann euch auf jeden Fall allen die Fahrschule sehr empfehlen. Ja, sag mal, Empfehlung. Empfehlung, ja. Genau, richtig. Also, Michael. Luisa kann uns empfehlen. Sag mal was. Ja, Michael ist ein sehr guter Fahrlehrer. Ich fühle mich sehr wohl und ich würde euch allen empfehlen, die Fahrschule zu wählen. Oh, habt ihr gehört? Vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Da freue ich mich aber drüber. Ja, also ich wünsche euch alles Gute. Ach nee, warte mal. Wir können hier noch. Ach nee, der hat keinen Warnblinker an. Ne? Wir fahren jetzt hier eigentlich auch zur richtigen Zeit. Guck mal da vorne. Da ist nämlich ein Schulbus. Siehst du das? Ein Schulbus da vorne. Mhm. Der hat aber kein Warnblinklicht an. Was muss man denn da machen? Stehen bleiben. Wenn der Warnblinklicht anhat, mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, ne? Ja. Mit Schrittgeschwindigkeit. Ja, da der aber jetzt keine Warnblinklicht anhat, dann kannst du vorsichtig dran vorbeifahren, ne? Ja. Das ist jetzt nämlich genau die Uhrzeit, wo Schulbusse unterwegs sind. Ja, man hört schon Martinshorn. Also, man ist wieder in Düsseldorf, ne? Cool, da geht jemand über Rot, auch noch ein Kind. Achte darauf hier, da gehen vielleicht, ne? Da seht ihr einen Schulbus, aber kein Warnblinklicht, also vorsichtig dran vorbei. Rechts abbiegen. Ansonsten müsste man, wenn der Warnblinklicht an hat, mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Also beim Automatik ein bisschen schwierig. Ups, willst du die gelbe Ampel noch nehmen? Ja. War etwas kritisch, ne? Hätte ich anhalten müssen. Tja, das ist die Frage, ne? Ist gelb rot oder ist gelb grün? Oder ist gelb gelb? Gelb ist gelb. Gelb ist gelb. Okay. Also souverän drüber gefahren, alles gut. Das ist die Lösung. Richtig. Welches Auto? Das ist ein Tiguan. Ein Tiguan 2,0 Diesel 150 PS Automatik für B197. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Machen wir Schluss und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die vielen Likes und man sieht sich vielleicht, ne? Alles klar, bis später mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.